Wenn uns die beiden letzten Filme aus dem Monsterverse, also einmal Godzilla vs. Kong und eben jetzt der aktuellste Film, Godzilla Kong The New Empire, eins gelehrt haben, dann, dass Kong inzwischen eine Familie hat und quasi ein eigenes Volk in der Hohlerde und Godzilla einfach immer noch alleine ist. Das war allerdings nicht von vornherein so gewesen. In diesem Video hier nämlich sprechen wir über einen, wir nennen ihn einfach mal einen anderen Godzilla mit dem Namen Dagon. Was es mit Dagon wirklich auf sich hat, das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Und ja, Dagon ist wirklich offiziell Kanon zur Monsterverse-Lore. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer ein, was jetzt wirklich Kanon ist und was eben nicht. Auf jeden Fall, ja, hier wird es definitiv Spoiler geben zum Monsterverse an sich. Okay, ihr Lieben, wir müssen jetzt erstmal einen ganz großen Elefanten aus dem Raum rausschieben. Nein, damit meine ich aber nicht mich, sondern einfach diese ständige Fragerei, die auch vollkommen zurechtkommt. Tobi, du hast jetzt so häufig erwähnt, dass Comic A und Comic B irgendwie nicht mehr Kanon ist aufgrund von Ereignissen aus Monarch Legacy of Monsters. Was heißt das denn jetzt? Und das besprechen wir jetzt hier einfach mal, denn ich muss sagen, dass ich mich hier tatsächlich scheinbar auch geirrt habe. Es sind wohl nicht ganze zwei Comics aus dem offiziellen Kanon rausgeflogen, sondern eben nur ein einziger Comic. Zumindest konnte ich nur bei diesem einen Comic wirklich herausfinden, warum der aus dem Kanon rausgestrichen werden muss. Und das könnt ihr sogar selber nachprüfen und dann werdet ihr sehen, mehr stimmt, das kann man so nicht mehr erzählen. Und zwar ist der Comic, der nicht mehr offiziell in den Kanon reinpasst, der hier. Alter. Godzilla Awakening oder wie er im Deutschen heißt, Godzilla das Erwachen, ist nur zum Teil noch im Kanon verankert, ja? Das ist hier wirklich ein bisschen komplizierter aufgebaut, denn nicht der gesamte Comic wird aus dem Kanon rausgestrichen, sondern eben nur Folgendes. Und zwar sämtliche Aktionen in dem Comic, die in dem Comic passieren, die im Zeitraum von 1940 und 1950 spielen. Da werden nämlich hier im Comic andere Sachen erzählt, beziehungsweise passieren andere Dinge, als wir in der Serie Monarch Legacy of Monsters sehen können. Und tatsächlich war das mehr so ein Hoppla-Ding. Das haben sie eben einfach, naja, das war ein Fehler. Das sollte nicht so sein. Das wurde auch dann erst im Nachhinein irgendwie aus dem Kanon rausgezogen. Und jetzt habe ich mich wirklich mal damit intensiver beschäftigt. Und zwar ist es wirklich so, dass in dem Comic dieser gesamte Zeitraum, eben den ich gerade genannt habe, einfach aus dem Kanon rausgestrichen wird. Was für mich irgendwie bedeutet, okay, der Rest ist dann irgendwie doch noch Kanon oder was. Ich verstehe es auch nicht so ganz, auf jeden Fall, das Monsterverse braucht ganz, ganz, ganz dringend einen Kevin Feige, der das Ganze mal ein bisschen überwacht und es sollte vielleicht nicht zwingend Adam Wingard werden. So viel eben einfach nur mal dazu, warum sprechen wir jetzt darüber? Naja, weil wir jetzt in diesem Video über einen Titan sprechen werden mit dem Namen Dagon. Das habt ihr mir auch schon öfter geschrieben und ihr habt gesagt, Tobi, kannst du mal ein Video dazu machen? Ist Dagon vielleicht der Vater von Godzilla? Wer ist Dagon überhaupt? Ich werde euch gleich erklären, wo ihr Dagon auch schon mal im Filmuniversum gesehen habt. Und ich habe wirklich nicht kommen sehen, dass es mit Dagon dann tatsächlich doch eine relativ dramatische Geschichte auf sich hat. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die wie gesagt auch noch komplett im Kanon verankert ist. Das Video jetzt hier wird auf jeden Fall für euch nochmal ein wesentlich runderes Bild vom Monsterverse an sich machen. Erinnern wir uns nämlich gerade mal an den Auftakt von Godzilla 2014. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es wirklich die allererste Szene gewesen ist. Auf jeden Fall in einer der allerersten Szenen. Da sehen wir, wie Dr. Serizawa und Vivian Graham, heißt sie, glaube ich. Also Serizawa und diese Vivian, die gehen in so eine Höhle runter, irgendwo auf den Philippinen und finden dann da unten das gewaltige Skelett eines Titanen. Und daraufhin haben die beiden dann eine Unterhaltung. Und zwar fragt dann Vivian Graham an Serizawa gewandt, oh mein Gott, ist das möglich? Ist es er? Damit bezieht sie sich eben auf Godzilla und eben auf die Frage, ob das jetzt hier wirklich Godzilla ist. Serizawa selber antwortet dann daraufhin allerdings, nein, das ist nicht Godzilla. Das, was wir hier sehen, ist viel älter. Ja, und das ist das Skelett von Dagon. Tatsächlich sehen wir hier, dass die Überreste eben dieses Titan. Und wir quatschen einfach jetzt mal darüber, wer ist Dagon eigentlich wirklich gewesen und warum ist er mitunter eigentlich einer der großen Auslöser für das Monsterverse an sich gewesen. Dagon ist ein Titan, der im Japanischen auch Raijin genannt wurde. Raijin heißt so viel wie der Lichtbringer oder eben Bringer des Lichts aufs Deutsche übersetzt. Und ja, Dagon wurde ebenfalls von Legendary selbst entwickelt, und um eben Teil von dem Monsterverse zu werden. Also Dagon war eben nicht vorher bei Toho schon mal aktiv gewesen. Nein, den gibt es extra nur fürs Monsterverse und in diesem Fall eben auch nur für den Comic Godzilla Aftershock war es, glaube ich, gewesen. Und eben für den ganzen kurzen Auftritt als Skelett in
Godzilla 2014. Der Comic Godzilla Aftershock ist im Jahr 2019 erschienen und dient als Sequel für Godzilla King of the Monsters. Und ich meine mal in irgendeinem Video gesagt zu haben, dass Godzilla Aftershock auch nicht mehr Kanon ist, das stimmt aber nicht. Ich habe das auf jeden Fall irgendwo gelesen, ich habe mich nur jetzt, wo ich hier mit dem Comic mich ein bisschen mehr befasst habe, was da jetzt wirklich von eben noch ins Monsterverse gehört und was eben nicht, habe ich von Legendary selber auch jetzt offizielle Twitter-Posts gefunden, die eben ganz klar sagen, das hier ist der einzige, den ihr komplett rausschmeißen könnt. Der ist auf jeden Fall nicht mehr offiziell Kanon, zumindest von allen Monsterverse-Comics. Oder um das Ganze noch ein bisschen einfacher für euch auch zu machen, wenn ihr Bock habt, offizielle Kanon-Comics zu lesen, die haben in der Regel hier oben jetzt inzwischen alle so ein Monsterverse-Siegel. Dieses Monarch, dieses M-Logo mit Monsterverse unten drunter, das ist hier eben auch nicht mit dabei. Das heißt, das hat dieses Monsterverse-Kanon-Siegel eben nicht bekommen. Wenn ihr jedoch so einen Comic findet, wo das Siegel noch mit drauf ist, dann könnt ihr euch sicher sein, ja, das gehört noch zum Kanon mit dazu. Godzilla Aftershock ist ein Prequel. Sorry, Entschuldigung. Godzilla Aftershock ist ein Prequel. Also Godzilla Aftershock spielt vor Godzilla King of the Monsters und ebnet dann quasi eben den Weg zum zweiten Film. So ist das Ganze gewesen. Der Name Dagon kommt übrigens auch nicht einfach von irgendwoher. Und ja, jetzt haben wir hier wieder den Fall, dass hier wieder dieses ganze Misspelling eintrifft. Viele Leute sagen nämlich einfach, der Name Dagon wird von Dragon abgeleitet. Und es macht auch irgendwie Sinn anhand der Schreibweise. Und ich meine, die Godzillas sehen ja auch alle irgendwie aus wie Drachen. Aber nein, Dagon ist tatsächlich abgeleitet aus dem Japanischen. Und dort stellt Dagon in einer Mythologie eine Art von Gott dar. Unter anderem wird er auch im Original Dagun ausgesprochen und nicht eben einfach Dagon. Das ist dann quasi die westliche Variante des Namens. Im 11. Jahrhundert vor Christus machte sich eine Gruppe von Phöniziern auf zu den japanischen Inseln, wo sie einem gigantischen Geschöpf begegneten. Eben dem sogenannten Dagon, den sie dann ebenfalls auch gleich als ihren Gott deklarierten. Die Phönizier waren Zeuge eines gewaltigen Kampfes von zwei massiven Kreaturen gewesen. Zum einen eben Dagon, der gegen Muto Prime kämpfte. Und ja, Muto Prime könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie auch die Mutos, die wir im Film Godzilla 2014 sehen, nur noch mal ein bisschen krasser, ein bisschen massiver. Und ja, Muto Prime konnte in diesem Kampf Dagon schwer verletzen bzw. ebenfalls besiegen und hat daraufhin dem ohnmächtigen Dagon seine parasitären Kinder eingepflanzt. Das wird zumindest so im Comic beschrieben. Also im Endeffekt hat er einfach nur Dagons Körper dann als seine eigene Brutstätte benutzt. Die Phönizier konnten daraufhin allerdings noch beobachten, wie Dagon sich mit der Zeit wieder aufrichten konnte, weil er sein Bewusstsein wieder erlangt hat und sich dann langsam in Richtung Wasser schleppte. Sie gingen also davon aus, dass ihr Gott weiterhin am Leben sei und so hat sich dann auch eine Gottheit auf dieser Insel etabliert. Ist übrigens ein kleiner Callback an den allerersten Godzilla-Film von 1954, denn Dagon wird nun auch in dieser Monsterverse-Geschichte hier auf der Insel nun als der Gott des Fisches dargestellt. Und naja, die Geschichte vom Original-Godzilla, damals noch in Schwarz-Weiß, ist ja irgendwie gewesen, dass es einen Mythos gegeben hat, dass sobald die Fischer keine Fische mehr fangen, dann kommt der Godzilla an Land und da muss man eine Jungfrau opfern, damit der Godzilla wieder verschwindet. Das ist eben eine nette kleine Anlehnung an genau diese Geschichte aus dem allerersten Original-Godzilla. Film und deswegen ist Dagon eben auch der Fischgott laut dieser Mythologie jetzt eben hier im Monsterverse. Dagon schaffte es daraufhin noch, sich auf die Philippinen zu flüchten und starb aber kurz daran eben an den Verletzungen gegen Muto Prime. Auf Bildern im Comic können wir dann ebenfalls sehen, wie sich die Mutos in seinem Bauch langsam, naja, vergrößern, weil sie eben in ihm heranwachsen und quasi das noch langsam sterbende Tier als einen lebendigen Brutkasten benutzen. Ist schon ziemlich asozial und macht Muto dadurch noch ein bisschen grausamer und auch widerlicher, aber tatsächlich ist Dagon dann eben auch mit die Brutstation der Mutos gewesen, die wir aus dem Film Godzilla 2014 kennen. Dagon ist im generellen Monsterverse abseits der Comics eigentlich eher unbekannt. Allerdings können wir sehen, dass Monarch Dagon selber ebenfalls einen Namen verpasst hat. Beziehungsweise wissen wir, dass Dagon folgenden Namen trägt. Und zwar Spezies 5146 Adam. Und genau dieses Zeichen sehen wir auch im allerersten Godzilla-Film einmal auf so einem Kontrollbildschirm relativ zu Beginn des Films, als dann eben dieses Skelett gerade enthüllt wird. Das heißt, der Name Dagon wurde eben nie offiziell von Monarch klassifiziert, Godzilla allerdings schon. Der Name Dagon wurde dann wirklich eben von den Phöniziern an dieses Tier weitergegeben, weil er eben eine Gottheit darstellen sollte, beziehungsweise die japanische Gottheit Dagon. Bei den Phöniziern blieb der Name Dagon ebenfalls auch vorhanden, bei den Japanern hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit der Name Raijin etabliert.
Wie genau diese Namensgebung zustande gekommen ist, das ist jetzt hier im Monsterverse nicht bekannt. Allerdings basiert das wirklich auch auf echten Legenden aus der echten japanischen Mythologie. Ich habe euch da einfach mal den Link unten in die Beschreibung reingesetzt, da könnt ihr das Ganze gerne mal nachlesen. Das würde allerdings jetzt hier den Rahmen des Videos sprengen. Die Darstellung des Fischgottes von Dagoon erlangte vielleicht seine größte Popularität durch sein Erscheinen in den Werken von H.P. Lovecraft. Das eben nochmal so als kleine Hintergrundinformation zu dem Titan. Und jetzt wird es aber wirklich interessant, denn ein paar von euch haben mich gefragt, Tobi, ist Dagon oder Dagoon vielleicht wirklich der Vater von Godzilla? Beziehungsweise haben einfach einige von euch geschrieben, das ist der Vater von Godzilla. Nein, das ist offiziell falsch. Es wurde vom Zeichner selber gesagt, das ist ebenfalls nicht der Vater von Godzilla, noch ist er wirklich als Godzilla-Spezies klassifiziert. Und das finde ich jetzt hier sehr interessant, was das nämlich bedeutet. Das heißt nämlich, dass Godzilla und Dagoon zwar irgendwie dieselben Spezies sind, aber in der Unterspezies unterscheiden sie sich dann doch durch verschiedene Körpermerkmale oder eben auch durch die Größe und ähnliches. Und als Vergleich wurde jetzt hinzugefügt Scar King und Kong. Das sind ja beides quasi Affentitanen, die allerdings noch einmal anders kategoriert werden müssen, allein schon vom Optischen her. Und so könnt ihr euch das Ganze ebenfalls bei Godzilla und Dagon vorstellen. Die beiden sind zwar irgendwie auch diese Amphibien-Titanen, allerdings gehören sie jetzt nicht zu einem und derselben Kategorie, sondern sie werden nochmal auseinandergetrennt. Quasi eben auch wie Godzilla und Shimo. Das sind ja auch verschiedene Titanen, sieht man auch optisch, gehören aber trotz allem beide zu den Amphibien-Titanen. Dagon hat es über Jahrtausende hinweg geschafft, sich wirklich vor den Menschen auch versteckt zu halten, und es gibt auch keine Dokumentation davon, dass die Menschen irgendwann einmal mit Dagon aneinander geraten sind. Das heißt, im Prinzip ist Dagon der bessere Godzilla, weil der gerät halt ständig mit Menschen aneinander. Aber auf jeden Fall war Dagon dann doch eher relativ friedlich gewesen und ist dann laut diesen offiziellen Dokumenten eben mit Muto Prime aneinander geraten, und andere Aufzeichnungen von diesem Titan gibt es jetzt hier auch nicht mehr großartig. Ebenfalls wissen wir nicht, ob Dagon auch wirklich der letzte Überlebende war mit Godzilla zusammen, der noch existierte. Vielleicht gibt es aber auch noch andere. Das ist bisher immer noch als unbekannt betitelt. Das heißt, möglicherweise finden wir doch noch auch im nächsten Godzilla-Film heraus, dass auch Godzilla noch eine ganze Familie irgendwo in der Hohlerde hat oder ähnliches. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bleibt Godzillas Schicksal tatsächlich so dramatisch und er ist jetzt der letzte seiner Art. In einem Tweet auf X oder damals eben noch Twitter, da verriet Arvid Nelson, das ist der Herr, der den Comic gezeichnet hat, beziehungsweise der Autor von Godzilla Aftershock, dass die Persönlichkeit von Dagon doch sehr freundlich und sehr, sehr gütig gegenüber den Menschen gewesen ist, wenn die denn mal aufeinander getroffen sind. Also Dagon akzeptierte definitiv die Menschen schon eher in seinem Revier als jetzt Godzilla, obwohl ich sagen muss, Godzilla hat es eigentlich auch nicht so mit den Menschen im negativen Sinne. Ich meine, das sehen wir auch zum Beispiel in Godzilla Kong the New Empire, wenn dann da die ganzen Helikopter um ihn herumfliegen, und es ist ihm eigentlich egal im Endeffekt, nur wenn er halt da mal in Rage gerät, dann, ja, ich glaube, Godzilla ist so ein kleiner Choleriker einfach unter seinem Volk. Das ist, glaube ich. Die Monarch-Agenten in Godzilla Aftershock vermeiden es, Dagon und Godzilla trotz ihrer physischen Ähnlichkeit als Mitglieder derselben Spezies zu bezeichnen, sondern stattdessen Formulierungen für Dagon eben wie Kreatur vom Typ Godzilla zu verwenden. Das heißt, ja, man spaltet eben hier Dagon nochmal von Godzilla ab, weil er eben noch einmal etwas anders einkategoriert werden muss in bestimmten Unterschieden dann einfach. Wie gesagt, Scar King und Kong ist, glaube ich, das beste Beispiel. Tweets, die vom offiziellen Twitter-Account von Legendary Pictures während des Monsterverse Watchalong 2020 gepostet wurden, vermieden ganz klar eine Verbindung von Dagon und Godzilla und beschreiben ihn einfach als Host-Titan oder eben massiver Titan oder auch eben ganz gefühlskalt als das Skelett. Also ihr merkt schon, egal wo wir hinschauen, Godzilla und Dagon werden noch einmal voneinander getrennt. Dagon ist nicht der Vater von Godzilla. Das ist offiziell falsch. Und das wären jetzt damit alle Informationen, die ich für euch über Dagon zusammengetragen habe. Ich meine, die einzige Quelle, die man über Dagon selber finden kann, sind eben wirklich die Tweets von Legendary selber oder eben vom Autor des Romans selber, vom Autor des Comics selber oder eben einfach der Comic an sich, der dann eben auch nochmal so die Backstory von Dagon ein bisschen näher beleuchtet. Wie steht ihr zu der ganzen Nummer? Ich finde, dass Dagon wirklich sehr interessant ist, gerade eben auch wegen dem Schicksal, das er bekommen hat, dass er quasi auch von einem Muto dann besiegt wurde und dann wurde ihm von diesem Muto noch seine Brut in den Körper reingelegt und dann haben sich die Larven quasi am Inneren, an der inneren Energie, an der radioaktiven Energie von Dagon bedient und sind dann eben herangewachsen, und so kam es dann erst zu dem großen Konflikt in Godzilla 2014. Schreibt mir jetzt wie immer all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.